Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von From Zero to Hero, der simulierten Karrieremodus-Serie hier auf dem Kanal. Heute geht es erstmals los in ein Spiel mit unserem neuen Verein, dem KAA Gent, dem belgischen Champions League-Teilnehmer und letztjährigen Meister. Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, sind wir jetzt der neue Van Heijsenbroek und wollen gegen Chievo direkt bei den ersten Sieg einfahren. Wie das Ganze läuft, schauen wir uns jetzt einfach direkt mal ohne weitere Umschweife an. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da ist eine großartige Unterstützung. Ihr wisst Bescheid, vor euch nur ein Klick. Für mich bedeutet es wirklich viel und ihr habt weiter die Möglichkeit, mich zu unterstützen in der Videobeschreibung über Instagram, Randyrun, Twitter, Facebook auf jeden Fall auschecken. Kummes macht 1-0, Do kriegt die gelbe Karte, aber wir führen und jetzt nicht mehr und jetzt doch wieder. Börser macht den Ausgleich, keine Ahnung, macht auf jeden Fall das 2-1. Martin kommt für Boussoufa, César für Dainelli, Isco für Radovanovic. Do kriegt gelb-rot, das ist natürlich nicht so schön. Poku kommt rein, Deportois macht aber das 3-1, sehr geil. Neues Training, neues Glück. Zweimal Arm, sehr schön. Bei Sels und bei Wickheim. Der ist übrigens Gustav mit vorne. Okay, Genk will nicht annehmen. Dann gehen wir das mit Coverseel auf. So, auswärts, also theoretisch gegen Southampton. Die haben zunächst einmal gegen Ude Las Palmas, also gegen Gran Canaria quasi 1-1 gespielt. Da bin ich übrigens im Sommer. 13 Minuten durch, Van Dijk kriegt die gelbe Karte, Milicevic und Davis machen direkt in den gleichen Minuten zwei Tore und steht dementsprechend 1-1. Mal schauen, ob wir jetzt das Moment auf unserer Seite haben, weil wir das zweite Tor gemacht haben. Ja, Milicevic macht den Doppelpack, leider Gottes ist Kums verletzt, aber De Jager ist schon drin für ihn. Bertrand, kommt für Target rein, Mané für Rodriguez, 18 Minuten durch, Tadic macht den Ausgleichstreffer, schade. Ein Sieg wäre echt gut gewesen. So, Freunde, wir haben ein bisschen Formkrise, aber wir lassen natürlich trotzdem jetzt sowieso ausnahmsweise gegen Las Palmas, gegen die, die bisher noch nicht gewonnen haben, gegen die aus Gran Canaria mal ein paar Spieler wie Wickheim oder auch Gershon ran und führen auch schon 1-0 durch ich kann es nicht aussprechen, der verletzt sich übrigens idealerweise, wir haben irgendwie jedes Mal einen Verletzten jetzt in diesem Cup oder gelb-rote Karte, das ist nicht schön. Koulibaly kommt rein, macht das Tor nach seiner Einwechslung für Depoitre. Und ja, die Boussoufa macht auch noch direkt 1, also 3-0, schon mal schön. De Jager kommt nochmal rein für Wickheim, aber das wird, glaube ich, nicht mehr viel ändern. Wir gewinnen nämlich so oder so mit 3-0. 2-1 und wir simulieren das Training. 2x C, 2x D, 1x B ist U. So, Freunde, Halbfinale gegen Aston Villa. Ich muss dazu sagen, es ist gerade mein Handy zum zweiten Mal und also zum hunderttausendsten Mal. Es ist letztens kaputt gegangen. Letzten Sonntag ist ein Riss in den Bildschirm gekommen, weil es einmal aus dem Asphalt gefallen ist. Jetzt ist es gerade runtergefallen. Vorher ist es hunderttausendmal runtergefallen. Teilweise zwei Stockwerke, nichts passiert. Und jetzt hat sich, glaube ich, gerade der Riss, obwohl es nur einen halben Meter tief gefallen ist, nochmal verschlimmert. Ich hasse sowas. Egal, so, wir spielen gegen Aston Villa. Wir können nicht auf unseren Topstürmer Deportre bauen, weil der verletzt ist. Deswegen spielt Simon vorne drin und Wickheim auf außen. Sinclair macht das 1-0, das ist ein bisschen bitter, das ist ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt sogar. Also es wäre schon schön, wenn wir eigentlich ins Finale einziehen können und nicht so dämlich jetzt hier verlieren. Milicevic macht das 1-1 und Adama macht das 2-1. Auch Leute, kommt schon, bitte. Ein bisschen was nach vorne, bitte noch, hallo. 75. De Jager kommt nochmal für Do. Komm, Ausgleichstreffer. Ja, verloren. Oh, toll. Gut, Turnierpreisgeld trotzdem 3 Millionen, das ist in Ordnung, das ist besser als nix. 3, 2, 1, go. Ich hoffe übrigens, dass wir nicht wieder einen Verein gefunden haben. 3 Upgrades bei Wickheim, Fouquet und Zelt, der zu hohe Erwartungen an uns hat, beziehungsweise bei dem wir es einfach nicht schaffen. Ich bin gespannt, aber es, ich weiß nicht. Wir haben nicht so viel Geld und wir müssen aus den Mitteln das Beste machen. Augsburg will Klavan schon mal nicht verkaufen, zumindest nicht für das Geld, was wir haben. Wir haben unseren ersten Neuzugang, Andy Nachar von Anderlecht. Er ist ein honduranischer Rechtsverteidiger und kann auch rechts Mittelfeld und Forster-Skills. Sollte er zumindest haben. Das ist ganz gut, das ist ganz cool. Ich bin gespannt, was der bei uns leisten kann. Neues Training, neues Glück mal wieder. De Jager steigt, dann haben wir Sels und Van der Brugge das erste Mal im Training und direkt mit dem F. Sau. So, die erste Partie der Saison ist auch gleichzeitig die letzte für diese Episode. Sie ist, glaube ich, ein bisschen kürzer geraten, aber so ist das nun mal. Wir spielen gegen Ostende, die haben Kanesin, den ich kenne, Lukaku, den ich kenne, ansonsten nicht so wirklich. Was, Syriac kenne ich auch noch. Neto macht 1-0 nach 27 Minuten, sehr schön.
Lukaku macht den Ausgleich. Ist nicht mal der Stürmer, aber trotzdem nervt er mich jetzt schon. Jali macht das 2-1, den kenne ich auch, das ist ein Südafrikaner. Aber Depatre ist da. Milicevic macht das 3-2, erstmals eine Führung für uns. Oder das, nee, das zweite Mal die Führung für uns. Also 2-3 in dem ersten Spiel wäre das ein schöner Sieg. Und dabei bleibt es auch. Wunderbar, damit haben wir die ersten drei Punkte eingefahren. Drei Tore schon mal geschossen. Defensiv geht noch ein bisschen was, aber vielleicht ja mit Jethro Willems. Bestimmt mit Jethro Willems. Mit irgendwelchen anderen Spielern als Jethro Willems. Das werden wir in der nächsten Episode sehen. Da werden wir uns weiter auf die Transfers konzentrieren. Trainieren tun wir trotzdem noch für diese Episode. Mal schauen, vielleicht kommt noch irgendwas bei rum. BBCCD ist in Ordnung. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Ich komme schon wieder als Tabellenzweiter. Machen wir erst ein Spiel. Das ist doch cool. Und ciao.